Ja, hallo alle zusammen, herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem nächsten Heimspiel am kommenden Sonntag um 16 Uhr gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Auf dem Podium begrüße ich ganz herzlich unseren Geschäftsführer René Selke, unseren Cheftrainer Michael Haas und unseren Co-Kapitän Petter Överby. Ja, bevor wir uns dem sportlichen Teil widmen, vielleicht erst ein paar organisatorische Themen. René, das erste Geisterspiel für den HC Erlangen. Am kommenden Sonntag sind leider keine Zuschauer zugelassen. Ja, wie habt ihr als Verantwortliche diese Nachricht aufgenommen? Ja, also man muss, glaube ich, zuallererst sagen, mit Verständnis, wenn man bei aller Euphorie sich die Zahlen anguckt, muss man Verständnis für diese Entscheidung haben. Also wir sind da wirklich in einem sehr offenen Austausch mit dem Gesundheitsamt, die uns das sehr transparent erklärt haben. Und deswegen, ja, ist eine Sache, die wir jetzt leider in Zeiten wie diesen nehmen müssen, wie sie kommt. Das gilt jetzt auch erstmal nur fürs Wochenende. Klar, niemand weiß, wie sich die Zahlen in den nächsten Wochen und Monaten entwickeln. Wir hoffen natürlich, dass wir trotz allem eine Möglichkeit finden, auch wieder Zuschauer in die Halle zu lassen. Aber das muss natürlich im Einklang mit den Corona-Maßnahmen gehen, was natürlich besonders schade ist, dass wir halt einen so wunderbaren emotionalen Auftakt hatten gegen Melsungen, wo sich wirklich, und da kann ich auch nur noch mal herzlichen Dank aussprechen an jeden Einzelnen, der in der Halle war, sich vorbildlich an alles gehalten hat. Wir haben großes Lob von allen Seiten bekommen. Und dementsprechend, ja, ist es natürlich schade, dass wir das jetzt am Wochenende nicht fortführen können. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir dort auch wieder Zuschauerspiele zugelassen bekommen. Jetzt kann ich nur daran appellieren, an jeden Einzelnen, uns da trotzdem am Sonntag die Daumen zu drücken, das Spiel auf irgendeine Art und Weise zu verfolgen. Es kommt ja auch bei unserem Medienpartner Sky Live im Fernsehen. Und ja, haltet dem HCR lang die Daumen aus der Ferne und dann sehen wir uns hoffentlich alle bald wieder auch in der Arena Nürnberger Versicherung. Danke. Dankeschön, René. Ja, Hassan, ihr konntet jetzt zuletzt einen Punkt in Göppingen mit nach Hause nehmen. Am Sonntag wartet dann ja der nächste schwere Gegner, das Top-Team der Rhein-Neckar-Löwen. Ja, wie hast du deine Mannschaft auf dieses schwere Spiel vorbereitet? Hallo zusammen. Klar, es ist so, da kommt wieder eine der Top-Mannschaften der letzten Jahre zu uns, die auch ein paar neue Leute haben, aber schon die Saison auch gezeigt haben, wie gut sie spielen können. Aber ich glaube, wir haben auch schon gezeigt, wie gut wir spielen können. Auch der Punktgewinn in Göppingen geht, glaube ich, so in Ordnung. Und es wurde da nach dem Spiel auch schon viel, viel drüber gesprochen, dass wir eigentlich auch in Lage gewesen wären, dieses Spiel auch zu gewinnen. Deswegen gibt uns das gute Gefühl, dass es sehr auf uns ankommt, ob wir unsere Leistung bringen. Ich glaube, der Schlüssel geht wie immer oder liegt wie immer bei einer starken Abwehr, die wir durchaus in der Lage sind zu stellen. Was mir halt jetzt einfach nochmal Thema Geisterspiel für die Jungs sehr leid tut, weil sie haben es einfach geschafft, im letzten Heimspiel gegen Melsungen eine Begeisterung zu entfachen, die Leute mitzunehmen. Und der ursprüngliche Plan war einfach genau diese Begeisterung wieder nochmal zu entfachen, da weiterzumachen, wo wir aufgehört haben. Und das tut mir jetzt in erster Linie für die Jungs leid, weil sie die Gelegenheit ist jetzt nicht bekommen, aber wie René schon gesagt hat, wir müssen die Situation einfach so nehmen, wie sie ist. Ich glaube, dass wir das Feuer auch aus der Mannschaft selber entfachen können. Und ja, auch wenn wir auch bei diesem Spiel nicht Favorit sind und es ein sehr, sehr schweres Spiel ist, ist und bleibt es aber ein Heimspiel. Und ich glaube, wenn man auch gleich Peter fragt, da haben wir null Motivationsprobleme. Ich will das Gesetz der Serie gar nicht so sehr thematisieren, weil wir eigentlich gegen die Rhein-Neckar-Löwen in den letzten Jahren immer ganz gut ausgesehen haben. Aber uns sollte bewusst sein, dass da jedes Spiel neu ist, zumal die Rhein-Neckar-Löwen auch ihren Kader ziemlich verändert haben. Dankeschön. Ja, Petter, dein Trainer hat es schon angesprochen. Die Spiele gegen die Rhein-Neckar-Löwen waren in der Vergangenheit immer sehr knapp. Zuletzt konnten wir 29-29 zu Hause spielen. Was muss passieren, dass es am Sonntag wieder ja, vielleicht einen oder zwei Punkte für den HC Erlangen gibt? Ja, es geht, wie Hassan sagt, viele um die Abwehr und dass es Stellen, dass die Probleme kriegt und dass wir die einfache Gegentore bekommen können. Und dann ja, haben wir gezeigt, dass wir auch guter Angriffshandball diese Saison spielen können und ich hoffe, dass wir das auch am Sonntag mitbringen können. Dankeschön. Dann ist es jetzt Zeit für die Fragen der Presse. Und dann fange ich mal an und fange wie immer beim Organisatorischen an, bevor ich aufs Sportliche komme. Wie viel kostet denn den HC Erlangen so ein Geisterspiel? Man hat natürlich weniger Kosten durch Sicherheitspersonal, Catering, ähnliches, aber gleichzeitig trotzdem mehr Kosten. Wie viel kostet so ein Geisterspiel? Ja, also
eine genaue Zahl dazu nennen wäre, glaube ich, nicht seriös, einfach weil es auch darauf ankommt, bleibt es jetzt bei einem Geisterspiel, kommen weitere hinzu. Das ist halt eine schwierige Situation, in der sich alle Sportvereine gerade befinden. Natürlich ist, wenn man jetzt nur die einzelnen Spiele an sich anguckt, ein hoher Verlust mit jedem Geisterspiel verbunden, der sich auch in mindestens fünfstelliger Höhe bewegt, das ist ganz, ganz klar. Aber für mich ist, wie gesagt, auch viel entscheidender, dass wir da einen Weg finden, trotz Corona, trotz hoher Zahlen auch wieder ein Stück Normalität zurückzubekommen und dort auch wieder mit Zuschauern an den Start gehen zu können. Das ist natürlich für alle Seiten, für Politik, für Gesundheitsämter, für die Vereine sehr, sehr schwierig, weil alle ja sehr verantwortungsvoll auch damit umgehen wollen. Und wie gesagt, wir stehen da im engen Austausch. Jetzt fürs Wochenende war es klar, dass es ohne Zuschauer stattfinden muss. Will das aber natürlich nicht für die weiteren Spiele ausschließen. Ganz im Gegenteil, wir hoffen alle, dass sich das wieder auch positiver entwickelt und dass wir dann auch wieder gemeinsam solche Feste wie gegen Melsung feiern können. Die Kollegen des Bayerischen Rundfunks hatten ja auch nochmal eine Reportage und Dokumentation über den Weg bis zum ersten Heimspiel mit Zuschauern. Da war der Geschäftsführer auch einer der lautesten Fans. Muss er das am Sonntag auch sein, weil einfach alle anderen ausfallen, oder? Ja, definitiv. Also jeder, der mit dem Spieltag im Zusammenhang steht, weil er dafür zwingend notwendig ist für den Aufbau und für die Organisation, der ist da natürlich jetzt sehr angehalten, alles in die Waagschale zu werfen, dass die Jungs wenigstens einen kleinen Support bekommen. Also wir werden alles geben. Wie viele sind denn zwingend notwendig? Hat man noch ein paar mehr gefunden, die vielleicht irgendwas abkleben müssen, damit sie dann auch dabei sein dürfen? Ja, also roundabout 100 bis 150 Personen sind dann im Spieltag einfach notwendig, um den so organisatorisch hinzubekommen, wie es ist. Und die werden natürlich versuchen, so viel Krach wie möglich zu machen. Dann würde ich zum Sportlichen kommen. Wieder schon erwähnt, Top-Mannschaft, Favorit, der trotzdem aber bislang auch noch nicht so wirklich überzeugt hat in der Saison. Ist das vielleicht so genau der richtige Zeitpunkt, um die Rhein-Neckar-Löwen zu erwischen? Ja, das ist, sagen das genau richtig. Die Rhein-Neckar-Löwen haben jetzt zwei Gesichter schon gezeigt diese Saison. Wenn man jetzt das letzte Spiel, was sie hatten gegen Leipzig, sieht, könnte man natürlich den Eindruck bekommen, dass sie jetzt gut zu packen sind. Ich halte das aber für gefährlich, sich nur auf dieses eine Spiel zu konzentrieren, weil solche Auftritte legen die Rhein-Neckar-Löwen selten hin. Trotzdem zeigt es natürlich Ansatzpunkte. In den anderen Spielen dieser Saison haben sie schon gezeigt, was noch drin steckt. Deswegen werden wir gut damit beraten, uns, sagen wir mal, auf die bestmögliche Performance der Löwen vorzubereiten. Und ich glaube auch, dass wir gegen die besten Rhein-Neckar-Löwen Antworten haben. Wen gilt es da vielleicht besonders aus dem Spiel zu nehmen? Wo ist so der Schlüssel? Gerade für schon natürlich der Begriff Abwehr, klar, die eigene, aber wo kann man noch ansetzen? Naja, es ist ja jetzt auch nichts Neues, wenn man über die Rhein-Neckar-Löwen spricht, sprechen eigentlich alle immer über Andi Schmid. So, das ist der spielbestimmende Mann in der Mannschaft, in dem Verein. Und wenn wir da so ein bisschen die Hand drauf halten, ist das schon mal ein Weg. Trotzdem haben sie jetzt auch diese Saison im Kader noch sehr viele andere Leute, die gut Handball spielen können. Ob das ein Lagerrenner auf halb rechts ist oder ein Nilsson auf halb links. Also da kommt schon viel Qualität auf uns zu und man sollte nicht den Fehler machen, sich alleine auf Schmid zu konzentrieren. Man kann wahrscheinlich so ein Geisterspiel nicht trainieren. Man hat natürlich Vorbereitungsspiele gehabt ohne Zuschauer, aber das ist ja dann immer auch nochmal ein anderer Rahmen und vielleicht nicht in der großen Arena. Fiel gerade schon, dass man das Feuer aus sich selbst sozusagen heraus erzeugt. Muss man da nochmal reden? Muss man mit den Leuten reden, die vielleicht auf der Bank ein bisschen länger sitzen, dass die auch da noch mehr Stimmung machen? Wie kriegt man das hin? Also im Normalfall ist es ja so, dass wir auch in Training spielen keine Zuschauer haben. Deswegen sind wir an die Situation schon ein bisschen gewöhnt. Und ich glaube, wir haben gerade in so einem Spiel, klar ist es am Anfang erstmal komisch, wenn nicht die Stimmung von den Rängen da ist, die man vielleicht gewohnt ist. Aber wir haben schon ein Geisterspiel gemacht beim BHC und ich glaube, dass diese Erfahrung im Nachhinein ganz wertvoll sein kann, weil wir da gesehen haben, dass schon was fehlt von der Stimmung und dass es dann in unserer Verantwortung liegt, das selber zu bringen. Und ich glaube, dass es sehr, sehr einfach wird, diese Stimmung aus der Mannschaft rauszuholen bei so einem Top-Gegner. Wie sind die Chancen, dass Steffen Pferd spielen kann nach seinem Muskelfaserriss? Schwierig noch. Wir beobachten das weiter. Ich plane jetzt mal nicht mit ihm, weil einfach so solche Verletzungen sind einfach auch gefährlich, dass sie wieder neu aufreißen. Deswegen sind wir da noch vorsichtig optimistisch. Frage an den Abwehrchef. Gegen Melsungen sah es zu Hause sehr gut aus. Wie ist es auch mit komplett neuen Torhütern sozusagen? Braucht es da immer noch Abstimmung? Wie lange dauert es, bis man sich so richtig gefunden hat mit auch neuen Kollegen neben sich und dann eben auch hinter sich? Ja, also mit den Kollegen neben sich mehr als mit den Torhütern.
Also die haben sein eigenes kleine Atmosphäre da hinten im Tor. Das ist klar. Aber wir freuen uns auf Clement und die Leistung, die er bringt zu jedem Spiel. Er sagt immer zu, wenn was falsch von ihm gemacht ist. Und er ist ein Top-Spieler, keine Frage. In der Abwehr haben wir also fast die gleiche Aufstellung wie letztes Jahr. Ich finde das eine von unseren Stärken, dass wir nicht so viele Spieler in die Abwehr, also neue Spieler da ist. Wir kennen uns und von unseren Bewegungen, was die andere macht. So, es geht, wie Hassan sagt, am Sonntag viel über Andy Schmid und ihm haben wir vorher auch gestoppt. So, es wird spannend. Wie schwierig ist es, eine Linie zu finden in der Abwehr? Also man hat in dieser Saison auch schon sehr unterschiedliche sozusagen Schiedsrichter, gar nicht Leistungen vielleicht gesehen, sozusagen, sondern einfach Linien. Also manche waren kleinlicher, manche haben ein bisschen mehr durchgehen lassen. Wie stellt man sich da immer drauf ein? Ja, das ist so von Spiel zu Spiel, also verschieden, wie die Schiedsrichter an die Linie liegt. Und wir haben vielleicht nicht so clever gewesen in dem Moment, wo du sagen musst, okay, jetzt ist das erlaubt, aber das ist nicht erlaubt. Deswegen haben wir ein paar zu viele rote Karten bekommen, würde ich sagen. Aber es ist eine lange Zeit ohne Handballspiel, also richtige Handballspiel, und ich glaube, durch die Saison kommen wir mehr rein in unsere normale Härte von Spiel und vom richtigen Kampf. So, dann es wird viele rote Karten zu Gegner auch geben. So, ja. Noch die persönliche Frage: Letztes Jahr lange mit einer Krankheit gekämpft, auch war schwer reinzukommen in die Saison. Wie fühlt sich dieses Jahr an? Also dieses Jahr normal. Wie ein normaler Handballer.